Im Club der guten Laune hatten sich Mark Terenzi und Jenny Elvers lieben gelernt. Jetzt ist alles aus. Der Sänger bestätigte die Trennung des Promi-Paares, die schon einige Zeit her ist. Mark Terenzi, 44, und Jenny Elvers, 50, haben die TV-Show Club der guten Laune im Januar diesen Jahres als Paar verlassen. Doch nun ist offenbar alles schon wieder aus zwischen den beiden. Der Sänger und die Schauspielerin haben sich bereits vor Wochen getrennt, wie Terenzi der Bild-Zeitung bestätigte. Er wolle sie unterstützen, daher habe ich geschwiegen, erklärte der 44-Jährige. Die vergangenen Wochen auch nicht einfach gewesen. Es war die richtige Entscheidung, das zu beenden, damit jeder mit einer persönlichen Situation besser umgehen kann, sagte er. Wir mögen uns und reden miteinander. Elvers wollte die Trennung laut Bild nicht kommentieren. Leute von heute. Taylor Swift soll sich heimlich verlobt haben. Mark Terenzi und Jenny Elvers kennen sich seit Jahren. Erst im März gaben die beiden bekannt, ein Paar zu sein. Anfang Mai hatten Terenzi und Elvers im Interview mit Spot On News noch über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen. Damals erklärte die Schauspielerin, wir sind im Hier und Jetzt. Aber für die nächsten Wochen haben wir unsere Pläne. Die beiden kennen sich bereits seit 2016, gefunkt hatte es aber erst in der Sat.1-Show Club der guten Laune, die im Januar 2022 in Thailand gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Januar statt. Zurück in Deutschland hätten sie ihre Beziehung erst einmal für sich behalten. Das ist ein Geschenk, wenn man so eine Zweisamkeit erstmal für sich genießt und nicht gleich gefühlt mit ganz Deutschland teilt, sagte Elvers.